Leute, herzlich willkommen bei Flip. Mein Name ist Mel. Und ich bin Jana von ASOS. Und wir nehmen uns heute das Thema Deconstruction vor. Und was das genau bedeutet, das erklären wir euch jetzt. Total typisch für den Deconstruction-Look ist Denim Patchwork. Und da muss ich immer gleich an dieses eine Foto von Justin und Britney bei den American Music Awards 2001 denken. Aber eigentlich ist es auch ganz cool. Ja, und witzigerweise haben 15 Jahre später auf den VMAs, also 2015, Katy Perry und ihre Begleitung genau denselben Look getragen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Katy Perry so ein bisschen Throwback machen wollte und sich einen kleinen Scherz erlaubt hat. Dass Denim Patchwork aber auch richtig gut aussehen kann, zeigen uns zum Beispiel Gigi Hadid, Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker oder auch Rihanna. Denn bei dem Motto ist einfach wie immer das richtige Leitschema: weniger ist mehr. Den Deconstruction-Look machten übrigens neben Justin und Britney auch die belgischen Modedesigner Maison Martin Margiela berühmt. Mhm. Die haben sich nämlich Teile einfach so genommen, wie sie waren, haben sie auseinandergeschnippelt und anders wieder zusammengesetzt. Und dann wurden plötzlich auch zum Beispiel Nähte sichtbar. Ja, und Patchwork ist ja eigentlich nur wirklich nichts Neues. Das erste Patchwork-Teil wurde ca. 1000 vor Christus designt und kam von Asien über den Orient nach Europa, ganz besonders nach England, denn da wurde es für den Kilt verwendet. Ja, wieder was dazugelernt, Freunde. Es gibt natürlich aber nicht nur Denim-Deconstruction, sondern auch Patchwork-Teile in allen anderen Stoffen, an Hosen, Kleidern, Hemden oder auch diese Hemden, die man dann nur auf einer Seite in die Jeans beispielsweise reinsteckt. Das sieht dann einfach alles immer eher so ein bisschen unfertig aus. Ja, und Kendall Jenner liebt auch ihre Patchwork-Röhren-Jeans. Und genau deswegen habe ich mich für einen Look von ihr entschieden. Da trägt sie eine Patchwork-Röhren-Jeans, wie oft wir dieses Wort jetzt gesagt haben. Patchwork, Patchwork, Patchwork. Außerdem trägt sie ein weites Jeanshemd, silberne Boots und eine schwarze Ledertasche. Ich habe natürlich versucht, mich so gut wie möglich an dem Outfit zu orientieren, habe auch diese Hose wieder aufgerissen, Jeanshemd. Das Ganze runde ich so ein bisschen mit einem schwarzen Gürtel ab. Bei mir sind aber die Boots silberne Loafers, nennt man die, ja. Und ich habe auch eine schwarze Ledertasche. Aha. Also ich hatte den Denim-Patchwork-Look immer eher so ein bisschen als trashig im Kopf. Aber man muss ja echt sagen, er hat sich in den 15 Jahren schon ziemlich cool entwickelt. Ja, finde ich auch. Und wenn ihr das Ganze nachstylen wollt, also den Deconstruction-Denim-Look, dann teilt doch gerne ein Foto mit uns unter dem Hashtag FlipFashion. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welchen Style bzw. welches Thema ihr als nächstes hier sehen wollt. Und lasst ein Abo da und checkt den ASOS Deutschland-Channel aus. Kommt doch mal bei mir vorbei. Ciao. Tschüss.